Moin, meine Lieben, heute ist Donnerstag, der 25. Januar 2024, ungefähr 5 Uhr morgens. Ich drehe das heute, ich mache mein Videoprotokoll wegen meiner Diabetes heute weiter. Ich bin deshalb so früh auf, weil ich ja heute ich fahre ins Krankenhaus und habe heute die Prostata-OP. Und naja, ich bin halt schon früh auf, mache das. Und dann gibt es erstmal eine ganze Zeit keine Videoprotokolle für alle, bis ich aus dem Krankenhaus entlassen werde. Ich glaube nicht, dass ich es da drehen kann. Wenn die eine Waage haben, mache ich es da auch. Aber ich glaube das nicht. Werden wir ja sehen. Gut, legen wir mal los. Ich müsste auch nochmal abgenommen haben. Davon gehe ich mal aus. Habe gestern auch kaum was gegessen. Bin schon drauf vorbereitet auf die OP. Jetzt darf ich so und so nichts mehr essen, was ich da gelesen habe. Nur noch trinken und Tabletten muss ich noch nehmen. Und euch darf auch nicht alle nehmen. Das ist echt stark. 100. Wahnsinn, Leute. Sehr gut, ja. Ja, die OP, wie gesagt, mache ich mir gar nicht so sehr viel Gedanken. Und die OP, sondern viele andere Sachen gehen in meinem Kopf rum. Unter anderem droht mit 95% Impotenz. Nur 5% Inkontinent. Ja. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Und dann gibt es sonst eben viele, viele Sachen, die zurzeit unklar sind. Und die belasten mich sehr. Aber ich habe sehr gute Freunde. Sehr gut, viele, viele Bekannte, die mich auch hier immer angeschrieben haben und mir alles Gute gewünscht haben. Und ja, man braucht im Leben immer Unterstützung. Wir sind halt soziale Wesen, ne? Ja, ich bin da gespannt, wie das alles wird. Wenn ich mich nicht mehr melde, dann, wie gesagt, hatte ich gestern schon gesagt, dann war es mit mir. Aber die Chance ist wohl groß. Viele sagen, das ist schon wie eine Blinddarmoperation, ne? Gut, okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.